Herzlich willkommen zur Präsentation von Play the City. Mein Name ist Christian Fuchs und ich bin zuständig für die Programmierung und das Design von Play the City. Ich zeige euch heute die Bedienung und die Funktionen des Programms. Ich befinde mich hier jetzt im Hauptmenü. Man sieht folgende Auswahlmöglichkeiten: Spiele, Stadtplan, Trophäen, Einstellungen, Mitwirkende und Beenden. Wenn ich nun mit der Maus auf Spiele gehe, so sieht man ein Vorschaufenster und man weiß, was einen erwartet. Das gleiche geschieht beim Stadtplan, kommt auch ein Vorschaubild und eine Beschreibung. Man kann jetzt nun auf diesem Stadtplan navigieren, indem man auf diese Zeiger geht, an den Bildschirmecken. Hier zum Beispiel gehe ich nach unten, nach oben, rechts, links. Und ich kann auch auf dem Stadtplan zoomen, indem ich hier gehe, Maus gedrückt halte und hoch. Also zoome ich näher ran oder ich zoome auch weiter weg. Man kann auch navigieren, indem man irgendwo auf dem Stadtplan die Maus gedrückt hält und nun die Maus bewegt. So, als Voreinstellung sieht man hier jetzt nun alle Sehenswürdigkeiten und Geschäfte, Nachtclubs und Kulturmöglichkeiten. Die kann man jetzt nach Wunsch auch ausblenden. Ich mache mal das jetzt, indem ich hier oben draufklicke auf die einzelnen Kategorien. Und man sieht, es befindet sich nun fast nichts mehr auf dem Stadtplan. Bin ich nun ein Tourist, dann möchte ich die Sehenswürdigkeiten der Stadt sehen und klicke nun hier oben auf Touristen und es erscheinen die einzelnen Sehenswürdigkeiten. Zum Beispiel das Mozarthaus. Auch eine kurze Beschreibung kommt, wenn man mit der Maus geht. Wenn man klickt, kommt auch ein Bild von der jeweiligen Sehenswürdigkeit. Das gleiche ist beim Theater oder bei St. Anna Kirche. So, möchte ich nun Geschäfte noch einblenden, mache ich das. Dann kommen hier die Geschäfte, sind momentan nur Platzhalter, aber sollen später natürlich mit richtiger Beschreibung Fotos auch ausgestattet werden. Ich blende nun auch noch Kultur ein, Freizeit, Restaurants, Nachtleben, was man eben so möchte. Das Ganze kann man noch weiter spezialisieren, indem man hier auf diesen Button geht. Nun kommt eine Auswahlmöglichkeit. Man sagt zum Beispiel, man ist Student. Dann blendet sich wichtige Kategorien und Sehenswürdigkeiten für den Studenten ein oder für Familie. Wie gesagt, ist auch alles standardmäßig erstmal aktiviert. Jetzt mal, ich bin Geschäftsmann. Dann kommt da Bücherei oder Freibad oder was man eben als Geschäftsmann gern sieht. Interessen, Essen, Trinken, Nachtleben. Also wenn man Tourist ist, kommen wieder die Sehenswürdigkeiten. Wir haben hier auch ein schönes Augsburg-Panorama. Hier navigiert man auch, indem man auf diese Pfeile geht. Man sieht schöne Stadtansicht von Augsburg. So, ich gehe jetzt nun wieder zurück, indem ich hier auf dieses Bild hier klicke, befinde ich mich wieder im Stadtplan, klicke ich nochmal, komme ich wieder ins Hauptmenü zurück. So, ich wähle jetzt einfach mal Spiele an. Hier sieht man jetzt nun die Auswahl von folgenden Spielen, nämlich Beleuchte Augsburg, Memory, Quiz und Münzsammler. Steht auch immer die Beschreibung, um was es sich dabei handelt. Klicke zum Beispiel nun auf Beleuchte Augsburg. Dies ist nun ein Jump'n'Run. Ziel des Spiels ist es, mit dem Spieler, dem sogenannten Zirbelnussmännchen, Laternen einzuschalten und Münzen einzusammeln. Bewegt wird das Zirbelnussmännchen mit den Pfeiltasten und mit der Leertaste springt es. Ich sammle hier gerade Münzen ein. Lauf jetzt wieder zurück auf die Plattform, spring da hoch und wenn ich nun die Laterne berühre, so schaltet sie sich auch ein.
Im Hintergrund seht ihr momentan nur einige Häuser als Platzhalter. Später sollen da aber Augsburger Sehenswürdigkeiten abgebildet werden oder auch ganze Straßen, wie zum Beispiel die Annastraße. Am Ende sieht man dann noch eine Auflistung, wie viele Münzen man gesammelt hat, die Punkte und auch einen Rang. Zurück kommt man wieder, indem man hier oben auf den grünen Pfeil geht. Memory, das kennt jeder. Man muss immer die gleichfarbigen Bilder einsammeln. Wir haben davon auch Sehenswürdigkeiten von der Stadt sind hier abgebildet. Ja, und hier sieht man dann auch, wie viele Paare noch verbleibend sind, die Zeit und die Punkte, wo man erreicht hat. Und zeige euch nun das Quiz. Wir stellen euch hier einige Fragen über Augsburg und wir möchten natürlich die richtigen Antworten von euch wissen. Zum Beispiel lautet hier die Frage, wie heißen die drei Schutzpatrone der Stadt Augsburg? Und die richtige Antwort wäre hier natürlich Ulrich, Afra und Sympatus. Oder hier zum Beispiel, welches Gebäude ist abgebildet? Das ist natürlich Basilika, St. Ulrich und Afra. Oder wer hat das Augsburg Rathaus erbaut? Wenn man zum Beispiel eine Frage nur nicht weiß, so kann man hier auf den Joker gehen. Man kommt wieder in den Stadtplan und kann jetzt nun schauen, wo war das Augsburger Rathaus genau. Und man findet hier nun die Information, dass das Augsburger Rathaus zwischen 1615 und 1620 von Elias Holl erbaut wurde. Man weiß es nun also, kann wieder zurückgehen und die Frage richtig beantworten. Der Joker ist nun leider aber weg. So, was ist dies sogenannte Augsburger? Ja, gut, das ist eine leichte Frage. Ich beispielhaft mache jetzt mal falsch. Dann kann man die Frage nochmals versuchen, hat aber dann keinen Versuch mehr übrig. Am Ende kommt wieder eine Zusammenfassung. Man kann auch Trophäen erspielen. Zum Beispiel hier hat man die Trophäe Quizgewinner. Gehe wieder zurück. Kann jetzt zum Beispiel noch Münzsammler auswählen. Hier haben wir am Anfang einen Text, in dem steht, um was es sich dabei handelt, was man für Münzen sammeln muss und was für Extras es gibt. Weitermache, indem ich die Leertaste drücke. Und nun muss ich die Münzen, wo von oben runterfallen, einsammeln. Möglichst den braunen Münzen ausweichen, die geben nämlich negative Punkte. Gibt es auch einige Level und ein Level geht immer so 60 Sekunden. Das war meine kleine Präsentation zu Play the City. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht.